Hallöchen. Herzlich willkommen zurück bei The Infected. Unser erster Blizzard im Winter. Minus 36,5 Grad. Ihn fröstelt's ein bisschen. Und selbst hier drin ist es absolut unverändert kalt. Oh Gott, am Lagerfeuer ist es ein bisschen besser. Ach du Scheiße, er friert. Moment. Ah, guck mal, hier an der Schmelze 23 Grad plus. Okay. Das ist krass. Gut, ich schmelze ein bisschen während des Blizzards. Ich bin auch noch mitten in meinen Vorbereitungen eigentlich. Für, für die nächste Folge. Ich wollte nochmal eben den Blizzard mitnehmen, um zu gucken, wie es ist. Aber hier drin ist schon recht kühle. Obwohl die Schmelze heizt tatsächlich den ganzen Raum auf. Lagerfeuer. Oh ne, hier vorne ist es kalt. Hier ist warm. Okay, mit der Schmelze kommen wir über den Winter. Das wollte ich gewusst haben. Ist ja auch mies, ne? Wirst du durch so einen Blizzard gezwungen, deinen Lichtwert nach oben zu treiben. Ich schmelze mal ein bisschen durch und bereite den Rest nochmal vor. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich kann jetzt eh nicht viel machen, außer hier am Ofen stehen. Sonst sterbe ich uns weg. Wer will das schon? Ach, ist das nicht herrlich, diese Winterlandschaft? Allerdings, zehrt es auch ganz schön an meinen Werten. Ich habe tatsächlich schon eins von unseren guten Rindergulasch-Eintöpfen wegzischen müssen, weil die Vitamine echt in den Keller gehen. Wir haben ja keinerlei Obst oder Gemüse im Augenblick, weil wir noch kein Gewächshaus haben. Das muss ich jetzt auf jeden Fall ändern. Ich zeige euch mal, was am Haus bis jetzt passiert ist. Kann man von hier unten so gar nicht so gut sehen, aber ich habe jetzt tatsächlich oben schon mal die dritte Etage angefangen, dass wir rauf aufs Dach können. Da haben wir jetzt noch ein bisschen was zu tun. Wo habe ich denn eigentlich meinen Wagen gelassen? Jetzt mal kurz hier oben gucken. Ah, hier steht er rum. Okay. So. Zweite Etage und die dritte Etage ist auch schon so weit am Start, dass man zumindest mal hier oben rauf könnte. Was fehlt denn jetzt hier noch? Wir müssen jetzt mal versuchen, ob wir da oben auf diese Plattform kommen. Denn da würde ich gerne das Gewächshaus drauf bauen. Beziehungsweise, ja doch, ich denke, wir bauen da das Gewächshaus drauf. Dann schleppe ich mal ein bisschen Material mit hoch. Das ist mittlerweile ein ganz schöner Weg hier runter. So, guck mal, aber geht einwandfrei mit dem Wegelchen. Bisschen Holz habe ich ja da. Und auch ein paar Bretter. Inventar ist natürlich nicht gerade leer. Warte mal. Damit ich hier möglichst viele Bretter schleppen kann. Ist hier noch irgendwas Essbares? Bis auf ein paar Eier und die Pilze hast du hier wirklich nicht viel drin. Und die geben jetzt auch nicht so extrem viele Vitamine, so ein Ei. Na gut, was willst du machen? Schmeiß das mal hier rein. So. Erstmal okay. Dann nehme ich mal hier ein paar Stämme mit. Und ich stopfe mir noch die nächsten Bretter mal in den Tisch. Und was auch noch mit. So. Fahren wir mal hoch zusammen und gucken wir mal, was. Und dann gucken wir mal, was wir da ausrichten können. Da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns, bis das alles so ausgebaut ist, wie es dann werden soll. Aber das macht ja nichts. Wichtig wäre nur erstmal, dass wir hier oben drauf kommen, um die Fläche fürs Gewächshaus anzuzeichnen, dass ich da schon mal mit anfangen kann. Diesen Winter wird es nichts. Ich hoffe, wir schlagen uns mit unseren Rationen durch.
So, warte mal, welche Möglichkeiten hätten wir denn jetzt hier? Die kann man nur von oben nach unten bauen. Also wenn ich oben eine Foundation hätte, könnte ich da Rampen drin setzen. Jetzt kommt ein Blizzard, hä? Tatsache. Ja, gut, dann gehe ich mal rein. Alter, wie cool das aussieht. In unserem leider noch sehr zerfledderten Haus. Ja, beruhig dich. Ach so. Wollte gerade sagen, muss immer die Türen hin. Falsche Etage. Okay, hier drin verlieren wir mal locker. Locker mal ein bisschen Leben, außer ich mache die Schmelze an. Wie ist es denn eigentlich in der Höhle? Ja, das ist auch ultra kalt, na klar. Dann bleiben wir hier. Dann schmelze ich halt nochmal ein bisschen was durch. Oh, passen genau 10 Steine rein. Das kommt ja jetzt ungünstig. Leute, ich mache einen kleinen Cut. Und wir sehen uns bei besserem Wetter dann wieder. Was willst du machen? Ich schmieg mich hier an einen warmen Ofen. Wetter ist wieder ein bisschen besser. Schneit nur noch leicht. Der Blizzard ist durch. Ah, guck mal, jetzt ist gerade nochmal der Ofen durchgeschmolzen hier. Nehmen wir die beiden raus, die beiden rein. Dann können wir ihn hier schon mal wieder ablöschen. Nicht, dass gleich hier Besuch kommt, weil der Lichtwert so weit oben ist. Aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen Luft. Ich gucke jetzt nicht nach. Wir schauen jetzt erstmal, ob wir oben noch ein bisschen was bauen können. Und wir ebenso unterbrochen worden sind. Warte mal, aber hier hoch kommt er ja nicht. Nee. Ah, schade, ist im Springen jetzt nicht der Größte. Ich baue mal hier. Wenn wir hier das Treppchen bauen. Ja, guck mal. So. Kann ich jetzt hier. Ich natürlich nicht einfach eine Decke dran bauen, aber vielleicht ein Fundament. Das sollte funktionieren. Oh Gott, nicht abstürzen. Ach hier, guck mal, ja. So war ja gar nicht so scheiße. Ist das gerade? Das kann ich nicht beobachten. Ja, ich glaube aber so ist halbwegs gerade. Dann würde ich das so mal setzen. Und dann? Ach, guck mal, da hast du sogar noch genug für dabei. Oh Gott, jetzt habe ich hier nirgends abstürzen. So. Jetzt ist die Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Kann ich Treppen? Ne, du kannst tatsächlich nur runter mit den Treppen. Also, wenn ich jetzt da oben. Oh, hier wäre gut. Das heißt, ich müsste da ein Fundament. Das kriege ich so nicht hin. Wir müssen auf jeden Fall mit dem Fundament weitermachen. Das ist schon ein bisschen knifflig. Dass wir hier einen sauberen Aufgang haben, ist irgendwie. Das ist eigentlich nicht nötig hier. Ah, warte mal auf. Ach so. Moment. Mach das nochmal weg. Muss ein bisschen ausprobieren tatsächlich, wie was. Ah ja.
Müsste ja quasi, also ich müsste eigentlich mindestens auf diese Höhe. Keine Ahnung, ob das funktioniert, was du jetzt hier machst. Nee. Das ist doch schief und krumm. Wie kriege ich denn das hin? Naja, du musst auf jeden Fall weiter links. Das ist Schrott. Ansonsten muss ich mit Wänden erstmal hochbauen. Oh mein Gott. Also ich müsste jetzt noch ein Stück weiter rechts. Kriege ich das so hin? Ich weiß es nicht. Leute, ich muss einen kleinen Cut machen. Muss das erstmal mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Weil wenn ich jetzt hier noch Fundamente dran setze, sieht es auch kacke aus, weil hier zu viel, das geht gar nicht, ne? Snappst du? Ja doch, aber hier ist zu viel Stein. Wir müssen noch einen Zacken höher. Ich schnippel das mal so hin, leg mich mal aufs Ohr, dass ich hier wieder was sehe. Das machen wir uns mal hell. Und dann probiere ich das nochmal aus und zeige es euch dann, wenn es fertig ist. Sonst sind wir ja nur 3 Stunden unterwegs. So. Gut. 6:30 stehen wir auf. Gute Zeit. Ich habe durchgeschlafen und ich weiß gar nicht, ob es eben schon war, aber der Winter ist durch. Ist mir eben gar nicht aufgefallen. Ich war so ins Bauen vertieft, tatsächlich. Das heißt, wenn ich jetzt mal ganz dringend ein paar Vitamine bräuchte, hätten wir da Glück. Machen wir dein Lämpchen an. Ist so duster hier. Ja, da ist schon mal ein Frosch. Aber ein bisschen Fleisch hätte ich sogar noch. Das ist nur die Frage. Gibt es hier direkt Obst und Gemüse? Das wäre ja eigentlich ziemlich geil. Ah, leider nicht. Er hat natürlich auch kaum noch Ausdauer. Müssen wir jetzt dringend mal versorgen. Also der Winter war schon relativ hart. Aber wir waren natürlich auch vitamintechnisch. Kein Gürkchen oder ein Mais hier, das. Müssen wir uns erstmal nochmal mit einem. Ein Waschbär. Bleibt geschmeidig, mein. Da ist ein Mais, okay. Das ist ein Anfang. Besser als nichts. Stopfen wir uns mal direkt in eine Tasche. Aha. Und den Kürbis, den sehe ich aber. Der bringt uns schon mal weiter. Sehr gut. Oh Gott, endlich wieder ein paar Vitamine. Sehr schön. Okay, dann lass uns kurz mal speisen. So gut es geht, trinkt man noch einen Schluck. Hier sind hier noch 2 leckere Stück Fleisch drauf. Das hat gereicht. Ach, guck mal, wie das reinballert. Da geht es ihm doch schon wieder ganz gut. Trinkt mal einen Schluck. Und ich habe in den Kommis gelesen, ich kann Wasser holen hier in der Höhle. Ja. Das ist ja mega gut. Okay, das ist ja ein Traum. Da hätte ich gar nicht 80.000 Wasserbehälter holen müssen. Ah, und hier hast du auch noch was Gebratenes drauf. Was weiß ich, was das wieder für ein Frosch war. Kann auch gleich noch rein. Und koch dir mal. Oh, da ist sauberes Wasser drin. Na, warte mal dann. Guck dir an, so gut ging es ihm lange nicht. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, wir gehen ab hier. Direkt über den Jordan. So, lass das mal hier. Und dann kann es jetzt mal endlich weitergehen. Junge, entweder kommt ein Blizzard oder er hat Kohldampf ohne Ende. Hast du einen Stamm nur noch? Okay.
Man nimmt noch ein paar Brettchen mit. Vielleicht brauchst du sie noch. Dann gehen wir hoch und gucken mal weiter, wie es aussieht mit unserem Aufgang. So. Ich denke, so könnten wir es machen. Das würde auf... Ist auch überhaupt nicht mittig, ne? Oder? Wir kommen erstmal hoch. Ich glaube, ich baue mir hier oben jetzt erstmal was auf, dass wir das Gewächshaus hinstellen können. Und dann gehe ich hier vom Rand nochmal sauber runter. Das wird die einfachste Lösung sein. Die Frage ist, bin ich hier jetzt hoch genug? Hm, ja, das reicht mir auf jeden Fall aus. Bauen wir natürlich mal ein bisschen... Oh, sehr gut, da kann ich auch mal eins hinbauen. Dann würde ich es glatt so machen. Und hier hinten setzen wir dann sauber unser Gewächshaus drauf. Ist nochmal ein kleines Stück, was wir hier zusammen klöppeln müssen. Aber ich glaube, ich fände es geil, wenn sich unsere Base so über diesen Berg hier erstreckt. Ich will nur mal eben gucken. Gewächshaus. Das passt hier locker drauf. Und wir haben hier vorne noch ein bisschen Fläche, um, was weiß ich, Wasserbehälter und sowas aufzubauen. Und guck dir an, wie weit man hier gucken kann. Das ist so mega nice. Ich glaube, da hinten kann man sogar schon ein Wembidorf sehen. Gefühlt. Nice. Okay. Dann können wir schon mal ein Gewächshaus angehen. Ja, und ich überlege mir, ob ich dann einfach von hier eine Rampe baue oder... Naja, das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Jetzt sind wir erstmal oben. Alles gut so. Also wir kommen auch vernünftig nach oben. Jetzt brauchen wir halt nur ohne Ende Bretter. Okay, das war's. Und Holzscheite nochmal. So. Ist tatsächlich ein bisschen größer geworden, wie es eigentlich sollte. Also eine Etage mehr. Aber ich denke, da kriegen wir trotzdem... was unter. Hier vorne werden noch Säulen zwischengesetzt. Die könnten wir jetzt eigentlich nochmal anzeichnen. Ist der Waschbär hier? Und ein Vogel. Lass mal gucken. Wo waren die denn? Natürlich bei Sonstiges. Ich glaube, hier ist okay. Dann machen wir hier eine. Hier eine. Und hier in die Ecke wirst du gar keine hinkriegen. Da hast du die Wasserwälder erstmal hingestellt. Einmal so. Sieht das so geiler aus? Ich glaube ja. Auch wenn er jetzt hier gerade... Okay, aber nur, wenn es auch überall gehen würde. Schon. Das geht nicht. Warte mal, ich probiere mal Trick 17. Nope. Ich glaube, das geht nicht. Aber warum geht es überall anders, nur hier nicht? Dann können wir nur eine Säule machen. Oder machen die in der Mitte doppelt.
Dann muss die innere muss da bleiben. Hä? Nee. Kannst du machen, was du willst? Ich liebe es, die Sachen auszuprobieren, weil die auch immer so gut funzen dann. Ja, nee, hier will er, hier zickt da rum. War richtig. Ja, gut, dann macht die aber auch weg. Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht sogar überall nur eine mache, aber hier, dann wäre es symmetrisch, ne? Dann, sonst wäre immer eine Säule in der Mitte schief. Ja, ich glaube, ich lasse es so. Das ziehen wir dann durch bis nach oben. Sieht ein bisschen besser aus. Okay. Allerdings. Hoffentlich geht es jetzt hier nicht auch nochmal schief. Muss auf die innere setzen, ne? Also der hier war mal wieder falsch. Mach das weg. So. Okay, und da drüber müssen wir sowieso erstmal fertig bauen. Hier fehlen noch die Türen. Aber immerhin. Ein bisschen was haben wir durchaus schon geschafft. Würde ich mir gerne mal angucken. Ich glaube, die Säulen machen wir mal eben fertig. Lass mal ein bisschen... Ah, die ersten Gurken. Bisschen Holz zusammenholen. Oh Gott sei Dank, es ist wieder Frühling. Ey, es gibt ohne Ende Essen. Der arme Kerl hat sich hier durchgehungert. Hallo? Achso, er nimmt natürlich erst einen großen. Ja, wie du möchtest. Ist mir egal. Hauptsache, du hackst was um. So, zumindest mal ein Wägelchen, dann können wir es uns auf einer Etage schon mal anschauen. Und ja, ich werde auf jeden Fall dann zwischen den Folgen oben die Plattform fertig machen fürs Gewächshaus. Das mache ich dann so, ne? Wie viel brauchen wir hier? Zwei. Das ist nur ein Geschleppe und Gelaufe mit den Holzscheiten. Wir gucken uns dann das interessante Zeug an. Zum Beispiel brauchen wir ohne Ende Glas. Ne? Das heißt, ich würde jetzt auch die Schmelze nochmal anschmeißen. Wir schauen uns gleich nochmal den Lichtwert an. Ein bisschen Eisen ist tatsächlich mal da jetzt mittlerweile. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reicht nicht mal. So, haben wir einmal 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich brauche nochmal eben zwei Steine, dann können wir schon mal einen Ofen durchrauschen lassen. Die sammle ich jetzt aber auch schnell mal so ein hier. Osch! Nein, das hat nicht gereicht. Komm, iss mal eine Gurke. So, schon geht er wieder ab wie eine Pershing. Wunderbar. So. Da stopfen wir alles hier rein, damit schon mal ein bisschen Glas an den Start kommt. Ich brauche wirklich unendlich viele Bretter. Ich werde dann erstmal wieder Holz hacken müssen. Denn ich würde gerne dann mal die ersten Beete anzeichnen. Und was wir jetzt noch machen, wir zeichnen uns schon mal unseren Stall an. Zumindest die Grundfläche mit den vier Fundamenten. Die könnten wir eigentlich noch schnell aufbauen zusammen.
Damit das schon mal erledigt ist. Und dann müssen wir erstmal wieder wegschaffen, was wir hier angezeichnet haben. Tja. Ich wüsste gerne von wo. Hier so die Angriffe kommen. Ich habe nämlich Angst, dass wenn die hier um die Ecke kommen, als erstes dann mal auf unseren Stall oder sowas gehen. Ich würde den schon hier so dicht wie möglich dran, dass ich von oben schön drauf gucken kann. Alter, was für ein... Halt. Jetzt hast du wieder irgendwas falsch gesetzt. Ja, natürlich, jedes zweite. So. Vier Fundamente habt ihr gesagt, brauche ich. Hieß es in den Kommis? Warte mal, das war auch falsch, ne? Ja, einmal quer und dann passt es jetzt aber. Ich würde das nicht verbinden. Also ich habe es aber zu hoch jetzt, oder? Nö, lass so ruhig so. Mache ich einfach dann noch Rampen davor. Hast du Bretter, hast du auch nicht mehr so viele jetzt. Und der Holzwagen steht noch oben, wa? Oh, Junge, Junge. Ah ne, hier ist er ja. Ja, guck mal. Da machen wir noch eine Brüstung dran. Sieht, glaube ich, geiler aus. Und dann, tja, weiß ich noch nicht, ob wir oben ein Spitzdach drauf machen, weil es einfach geiler aussieht. Ich brauche allerdings noch Platz für meine Strom, Geschichten. Also Solaranlagen, Windturbinen, die würde ich schon oben irgendwo hinstellen. Vielleicht nutzen wir sogar noch die Fläche später dafür. Ey, so viele Ideen. So langsam wird es kritisch. Jetzt muss ich ein bisschen ranklotzen, damit wir hier noch zusammen zumindest anzeichnen können, den Stall. Mal zu gucken, wie groß er ist. Das heißt, mal schnell hier nochmal ein bisschen was weggedroschen. Dreimal. Was sagt die Axt? Die hält noch ein bisschen durch. So, wie viel Holz ich hier schon geholt habe, ne? Und es ist wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte von dem, was wir brauchen. Muss da noch mal schnell ein paar Bretter machen. Sonst kommen wir da nicht mit klar. 3, 4, 5, 6 ist schon mal eine Foundation. Hier das Ding nur um. Und nochmal zwei wieder. Zack. Habe ich da schon reingestoppt? So, noch einmal Sägemann. Sägemann und Söhne. 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Hier ist unser erstes Huhn. Das könnten wir direkt da reinstopfen in den Stall. Ja, das ist ja schweineteuer. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir den aufbauen können. So. Zweimal. Brauchen wir noch 10 Bretter? Ne, nee, 8 Bretter. Und ein paar Holzscheide. So.
Sehr gut. Nochmal einmal gesägt hier. Aha. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Da gucken wir uns das Ganze mal an. So. Wahrscheinlich passt er jetzt hier nicht drauf. Der Stall. Okay. Mit Werkbank vorne dran. Ja gut, also man kann ihn drauf platzieren, aber es ist jetzt nicht hübsch auf 4 Fundamenten, ne? Ach du Jemine. Wo ist denn hier der Eingang? Hier an der Seite, wa? Da hinten. Okay. Da müssen wir noch. Da müssen wir mehr Fundamente für einplanen. Auf jeden Fall. Das ist mir von der Optik her ein bisschen zu knapp. Aber okay. Machen wir da eine Lampe wieder aus. Spar die mal ein bisschen. Da brauchen wir ja nur 15 Eisenbarren für 150 Nägel. Nochmal 10 Eisenbarren. Also 25. Und 100 Bretter. Leute, da steht mir das Gewächshaus eher als nächstes an. Ja gut, hier könnten wir aber wenigstens direkt. Ich glaube, hier ist, dann geht es dann rein, ne? Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Wenn wir da den Aufgang bauen. Oh Gott, da müssen wir hier hinten auch noch welche dran passen. Naja, immerhin haben wir es uns schon mal angeguckt. Aber das Projekt machen wir dann später. Jetzt würde ich erstmal die Base im Groben fertig machen und vor allem Gewächshaus. Und dann mal gucken, was dann ansteht. Wir müssen ja auch mal wieder raus und ein paar Baupläne holen in den nächsten Bambi-Dörfern. Es ist so viel zu tun, es ist einfach unglaublich. Und auch so geil deshalb. Macht richtig Laune. Ja, liebe Leute. Ich sage Horido, für die Folge machen wir Schluss. Ich werde jetzt erstmal richtig viel. Holz besorgen. Ich werde vielleicht sogar noch ein paar Holzschaltständer bauen, weil das Zeug ist ja immer so schnell weg. Lichtwert ist. Steigt sogar noch. Irgendwas habe ich hier noch. Was habe ich denn noch laufen? Ach ja, die Schmelze. Oh Gott. Denken wir zur nächsten Horde. Machen wir hier so einmal kurz aus. Zur nächsten Horde würde ich euch auf jeden Fall mit dazu holen. Das ist ja die erste hier. An unserem Spot. Sonst die gemeinsam anschauen. Aber ansonsten bin ich jetzt erstmal ein paar Tage auf Holzholtour. Okay. Dann, ja. Habe ich schon gesagt? Keine Ahnung. Schade aber nichts. Kann man nicht oft genug machen. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und, ja. Macht's gut. Tschüss. Oh Gott.